Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für Train Driver 2. Wir schauen uns heute mal die Dieselfahrzeuge an für Train Driver 2, gehen da die Basics durch und in dem Fall starten wir hier mit der SM42 und danach gehen wir zu der SN81. Die 42 ist relativ einfach zu fahren. Es hat vielleicht Spezialitäten, die ich jetzt noch nicht kenne. Wenn ich jetzt in dem Tutorial noch irgendwie was falsch sagen würde, dann tut es mir bitte in die Kommentare reinschreiben, dann gibt es natürlich eine neue Version. Aber ich gehe jetzt erstmal die grundsätzlichen Basics durch. Wie ist der Führerstand aufgebaut, was gibt es zu beachten, etc. Die Lok kann man nicht im kalten Zustand starten, zumindest aktuell noch nicht. Weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe jetzt hier mal den Motor gestoppt, damit wir sie quasi kalt haben. Und dann gehen wir mal in den Führerstand rein. Und das Erste, was wir jetzt hier mal machen werden, ist den Motor starten. Damit der Motor gestartet werden kann, muss der Fahrtrichtungswender, das ist der hier, in der neutralen Position sein. Ansonsten lasst ihr euch die Maschine nicht starten. Zum Starten haben wir hier den grünen Knopf. Das ist der Motorstart und rechts daneben ist es der Motorstopp. Wir drücken mal den Motorstart-Button. Und da läuft die Maschine. Zu dem Pult hier. Die oberste Reihe ist fast nur die Beleuchtung. Genauso wie hier unten haben wir die Beleuchtung. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, dann habt ihr die meisten Schalter hier mal beschriftet. Das Bild blende ich jetzt an dieser Stelle ein. Am besten macht euch da kurz einen Screenshot. Dann habt ihr das, wenn ihr das braucht. Es ist natürlich alles auch mit der Tastenkürzel zu bedienen. Aber nur, damit ihr es mal kurz gesehen habt, wo hier was ist. Wir fangen hier hinten an mit der Instrumentenbeleuchtung. Könnt ihr da einschalten, wenn ihr möchtet. Und hier dann Führerstandsbeleuchtung. Lassen wir jetzt auch mal hier an. Und dann gehen wir jetzt mal hierher und werden mal die Lichter für die Fahrt nach vorne einstellen. Also wir gehen davon aus, wir hätten jetzt hier hinten ein paar Wagen dran und wollen nach vorne raus. Dann machen wir hier natürlich zuerst einmal vorne Mitte weiß. Dann brauchen wir hinten links rot. Das ist der da. Dann brauchen wir hinten rechts rot, das ist der hier. Dann vorne rechts weiß ist er hier. Und vorne links weiß ist er da. Habe ich selber ein bisschen mal kurz nachgeschaut. Und ich meinte, das müsste jetzt gewesen sein. Natürlich kontrollieren. Ja, hinten ist rot. Beziehungsweise wären jetzt hier hinten Wagen dran, dann hätte es... Hätte man sich das hier hinten sparen. Jetzt hier solo halt. Passen auch da die Lichter. Man kann natürlich mit der näheren Schierfahrt machen. Gerade auf, je nachdem wie ihr spielt, könnte es dann durchaus vorkommen. Und dann gilt auch wieder vorne rechts weiß. Also nur vorne rechts weiß. Und hinten rechts weiß. Wenn ihr da auf der rechten Seite drin seid. Und ich glaube, das bleibt dann auch bei der rechten Seite. Weil ihr könnt es ja von der Position hier sowohl in die Richtung fahren, als wie auch in die Richtung. Ich denke mal, also da schreibt es mir in die Kommentare, wenn es falsch sein sollte. Wenn ihr auf der Seite spielt, dann wäre es natürlich auf der linken Seite weiß, weil ihr hier auf der linken Seite sitzt. Aber ansonsten mit der 1er Kamera immer hier drin, dann wäre es halt immer nur die rechte Seite, wo ihr das weiße Licht macht. Okay, kommen wir zu den weiteren Controls. Hier haben wir die Anti-Schlupfbremse mit Sanden. Dann haben wir hier die Scheinwerfer abblenden bzw. aufhellen mit Taste T. Von außen aus sieht es so aus, damit ihr es kurz mal gesehen habt. Wäre einmal heller, weniger hell. Quasi Abblendlicht und Fernlicht. Der Schalter hier. Dann haben wir hier die unabhängige Bremse. Und hier haben wir unseren ABS-Puncher. Also wenn man den mal drückt, geht der Alarm dann gerade schon los. Radio Stop mit F7 und das machen wir jetzt auch mal. Damit ihr dann gerade seht, wie ihr euch von Radio Stop mit der Lok wieder befreien könnt. So, wunderbar. Wir drücken jetzt wieder zweimal die Alarmtaste. Drücken auf unabhängige Bremse lösen. Und gelöst. Relativ einfach. Ansonsten, wie hier, jetzt die ganz normale Zugbremse hier. Mit Release und fahrender Position. Dann natürlich die Lokbremse an sich. Und wenn natürlich die Bremsen gelöst sind.
wieder auf neutral. Wir legen den Fahrtrichtungsweiter auf vorwärts ein. Und dann geht's auch schon los. Zum grundsätzlichen Fahren kann ich auch diese Kamera hier empfehlen. Da ist man jetzt ein bisschen seitlich draußen und hat einen recht guten Blick, was kommt. Ist Geschmackssache, geht es natürlich auf beiden Seiten und auch hier unten, wie beim Triebwagen. Hier ist ein bisschen die Sicht versperrt, ist aber realistisch. Man kann es natürlich so ein bisschen anpassen, dass man hier so weiter nach rechts geht. Ja, man kann hier sogar noch rausgehen. Ich glaube, so wäre auch noch okay, dass man sich dann noch speichert. Speichern mit Steuerung und 1 und 2, je nachdem an welcher Ansicht ihr gerade seid, dann bleibt er halt in dem. Aber ich finde die Ansicht hier gar nicht so doof. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier wieder stehen. Auf der freien Strecke. Ich wollte eigentlich nach innen gehen. Immer auf neutral und machen den Motor wieder aus. Ist mir sonst ein bisschen zu laut. Ja, das sind einfach so die absoluten Basics zu der SM42. Ihr wisst, wie die Lichter zu schalten sind. Holt euch das Bild runter. Da ist es schön beschriftet. Macht euch das auf, wenn ihr mit der Lok rumfahrt. Und ja, ansonsten kann man eigentlich nicht sehr viel falsch machen. Es gibt wunderbare Dieselstrecken und die Leute freuen sich, wenn sie da ein Stellwerk auf einer Dieselstrecke haben und ihr da vorbeikommt, denn die sind nicht so oft besucht. Also kann ich euch nur empfehlen. Und als nächstes schauen wir uns den Triebwagen SN81 an. Der ist aber ähnlich einfach. Also, kurzer Schnitt für euch. Ja, und da wären wir auch schon beim zweiten Dieselfahrzeug. Das ist der kleine Dieseltriebwagen SN81001 in gelb-blauer Lackierung. Das ist wirklich ein kleiner Schnuckliger und der ist fast noch ein bisschen einfacher zu bedienen als wie die Lok davor. Man sieht ihn recht selten auf der Strecke, finde ich zumindest. Also so, ja, vielleicht am Tag ein oder zweimal allerhöchstens. Ansonsten ist der, glaube ich, nicht viel unterwegs. Wir gehen mal rein in den Führerstand. Das ist er. Erinnert mehr so an einen Bus als wie an einen Triebwagen. Aber er ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Auch der lässt sich nicht in kalt starten, aber man kann hier ein bisschen nachstellen, indem man den Motor hier ausmacht. Hier gilt übrigens das Gleiche mit dem Motor wieder einschalten. Der Fahrtrichtungswender muss in der neutralen Position sein. Okay, wir sagen mal Engine Startup. Das ist der Button hier. Und da läuft er schon. Das ist wirklich simpel. Was wir jetzt machen, wenn wir jetzt in die Richtung rausfahren würden, wir schalten natürlich die linke weiße Lampe ein, wir schalten hier die Hauptlampe ein und die rechte Lampe. Gehen natürlich nach draußen, tun das kontrollieren. Das sieht gut aus. Und hier drin werden wir jetzt mal kurz den Führerstand wechseln. Das heißt, wir klicken hier auf Kevin und machen hier hinten die roten Lichter an. Das wäre hier unten. Linke rote Lampe und rechte rote Lampe. Auch das wird kontrolliert. Sieht doch wunderbar aus. Sehr gut. Wir gehen wieder rein und jetzt probieren wir auch mal die Türvariante. Auch die funktioniert. Auch wenn, ja, ist meine Glasscheibe, aber kommt darauf hin. Türsteuerung ist gleich wie beim Elektrotriebwagen. Mit der Punkttaste geht die rechte Seite auf und mir mit der Komma geht die linke Seite auf. Ansonsten wären es die beiden Hebel, also einmal rechts und einmal links. Sieht man auch von außen. Sind jetzt beide offen. Könnt ihr auch reingehen und euch den Triebwagen hier mal angucken. Gibt aber nicht sehr viel zu sehen hier drin. Da geht es nicht weiter durch. Und da vorne ist unsere Panzel. So, da. Abfahrtsignal. Wieder mit dem Paragraphzeichen. Oder ansonsten hier drücken. Mit Slash. Und Tür geht zu. Okay. Dann haben wir hier noch den Selbsttest für das ATP. Dann aufs Läppchen angeht. Ansonsten ist es auch der Alarmbestätiger. Wir haben hier noch, das war das Engine Start, Departure Signal, also Abfahrsignal haben wir hier. Dann haben wir hier Zughorn tief und Zughorn hoch.
könnt ihr natürlich auch mit H bzw. Shift H bedienen. Radio Stop ist aber wie bei allen gleich, zweimal F7 oder einen Button drücken, wobei ich bin mir nicht sicher, ob der Button hier funktioniert. Mal gerade mal ausprobieren. Scheint nicht zu funktionieren. Wir machen jetzt mal Radio Stop, damit wir schauen können, wie wir uns aus dem wieder befreien. Wunderbar. Wir drücken wieder zweimal die Alarmtaste und jetzt mit Num-Taste 6 die unabhängige Bremse lösen. So, da, und wir sind wieder befreit. Mit Taste 7 und 1 können wir hier die Bremse bedienen. Und dann mit Plus und Minus, ebenfalls auf der Num-Seite, dann natürlich Gas. So, da, ich würde sagen, wir fahren mal kurz weg. Fahrtrichtung schon nach vorne. Bremsen sind gelöst und dann gehen wir mal ein bisschen Leistung. Hier habe ich zu, ja? Okay, sehr gut. Das wär's noch. Offene Türen hier wegfahren. Also ihr seht schon, es ist nicht gerade der schnellste, aber halt relativ einfach zu bedienen. Gibt einfach nicht sehr viel zu beachten. Wenn es doch irgendeine Spezialität geben sollte in der Community, dann das mal gerne, aber ich denke, mehr ist auch nicht implementiert hier drin. Wir werden mal den Zug hier wieder anhalten. Bremsen tut er dafür schnell. Ja, das war's eigentlich schon. Ihr seht, Dieselfahrzeuge hier drin, die sind keine große Hexerei. Als nächstes. Ja, kommt davon, wenn wir die Bremsen löst, ne? Okay. Können wir schon die Bremsen anlegen. Okay, ja, also ihr seht, es ist grundsätzlich nicht schwer zu fahren. Also nutzt es, um auf Dieselstrecken vor allem unterwegs zu sein. Gibt es ein paar schöne Bahnhöfe, die man sich anschauen kann. Ein paar tolle Rangierfahrten, die man da durchführen kann. Eventuell kommt man eine große Diesellok. Ich meinte, ich hätte da schon was gesehen im Forum. Aber ja, ebenfalls die beiden für Anfänger geeignet. Also der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Neben dem Elektrotriebwagen. Ja, wenn ihr Fragen habt, kommt auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Da haben wir eine offene Community und da gibt es auch gerne mal privates Hands-on. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und viel Spaß in Train Driver 2. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.